Jetzt schmur ich schon seit Stunden in dieser Zelle und warte darauf, dass dieser Pat Shelton endlich wiederkommt. Wenn ich nur wüsste, was er eigentlich von mir will und was Nina mit der Sache zu tun hat. Es muss ja irgendwie mit den Vorfällen in Indonesien zusammenhängen. Okay, überlegen wir mal. Die haben einen Vulkan zum Ausbruch gebracht und ich war Zeuge. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterverfolgen, kommen wir zu der Feststellung, dass sie solche Zeugen vermutlich nicht sonderlich mögen. Fazit? Hier werde ich wohl keinen Spaß haben. Ich sollte mich also schleunigst vom Acker machen. Bleibt nur die Frage, wie. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas organisieren, um hier abhauen zu können. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge, ja, ich nehme an, wurde wohl unser Freund erschossen, dieser Kardinal, Bischof, keine Ahnung, also dieser Typ von der Kirche auf jeden Fall. Und jetzt spielen wir wieder Max. Hier ist ein Apfel. Muss das sein? Ja, muss wohl. Aber ein ziemlich ekliger Apfel, ehrlich gesagt. Stroh? Man könnte den Gestank vielleicht als Waffe einsetzen, aber ich wäre wohl der Erste, der davon umkippt. Also lasse ich das Zeug, wo es ist. Das feuchte, gammlige Zeug stinkt bestialisch. Okay. Selbst bei genauerer Untersuchung kann ich keine Schwachstellen ausmachen. Die Abstände zwischen den Gitterstäben sind viel zu klein, um durchzukriechen. Wie können wir hier ausbrechen? Nicht aus Edelstahl und auch nicht rostfrei, aber dennoch sehr effektiv. Die macht einen extrem stabilen Eindruck. Müllgreifer. Damit kann man Müll vom Boden aufsammeln, ohne sich bücken zu müssen. Sehr praktisch, wenn man alt ist. Oder faul. Ich würde ja gerne, aber wie heißt es doch gleich? Männer haben kurze Arme. Mhm. Eine gusseiserne Ofenklappe. Ein alter Kanonenofen, scheint aber kaputt zu sein. Zumindest wurde er wohl schon lange nicht mehr benutzt. Ich glaube, die Sektenmitglieder tragen nur deshalb solche Kutten mit Kapuze, damit man ihre hässlichen Gesichter nicht sehen muss. Eigentlich sehr rücksichtsvoll von ihnen. Okay, hier kann man nichts angucken. Zahlenfeld? Ein Zahlenfeld zur Codeingabe. Sieht aus wie ein Alarmknopf. Ja, aber was bringt uns das? Wir haben nur diesen Apfel. Moment, ich kann den an den Ofen werfen. Aber auch an den Müllgreifer. Also, logischerweise wäre für mich, ich würde ihn an den Müllgreifer werfen, dann wird er umkippen. Aber was mache ich dann damit, ne? Wenn ich den Müllgreifer genau treffe und das Ding dann auch noch in die richtige Richtung umfällt. Die Chance ist gering, ich weiß. Oder kann ich damit den Apfel immer wiederholen vielleicht? Prima, hat geklappt. Der ist viel zu massiv, um ihn mit einem dünnen Stock umzukippen oder zu zerstören. Ich will den auch nicht werfen, du Idiot. Der ist viel zu massiv. Wofür soll ich das dann benutzen? Ich muss die Klappe nur aus den Angeln ziehen und... Und was? Geschafft. So, jetzt fehlt nur noch die gute Gelegenheit, ein kurzer Schlag und schnelle Beine. Ah, verstehe. Mitkommen. Pat Shelton will Sie sehen. Mist. Gegen zwei Leute kann ich mit meiner kleinen Ofenklappe wenig ausrichten. Ich sollte auf eine bessere Gelegenheit warten. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Nina! Max! Ja, Nina Kalenko und Max Gruber. Ich würde Sie jetzt liebend gerne Ihr Wiedersehen gebührend feiern lassen. Aber leider haben wir dafür keine Zeit. Der Grund für unsere kleine Zusammenkunft ist ganz einfach. Sie wollen etwas wissen und ich will etwas wissen. Ihre Geschichte, dass Sie sich nur ganz zufällig an zwei völlig unterschiedlichen Orten der Welt für eine gemeinsame Sache interessieren,
Wer soll das glauben? Das wäre schon bei völlig fremden Menschen unwahrscheinlich. Aber bei Ihnen beiden? Und so ganz zufällig war die Zusammenarbeit mit David Corell vom kirchlichen Geheimdienst mit Sicherheit auch nicht. Ich weiß nicht, für wen Sie arbeiten, aber Sie wissen mehr, als Sie mir erzählt haben. Viel mehr. Und doch wissen Sie bestimmt nicht alles. Also machen wir einen kleinen Deal. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, was Sie wissen wollen. Sehen Sie, die Wahrheit ist wie eine ewige Flamme. Man kann versuchen, sie zu verbergen oder zu verdunkeln. Nur löschen kann man sie nicht. Und die Wahrheit hat ihr hässliches Gesicht schon lange nicht mehr hinter dem Schleier der Technik und des Fortschritts verborgen. Sie zeigt uns Tag für Tag ihre schreckliche Fratze. Jede Stunde verhungern 660 Kinder. Millionen von Menschen schuften unter menschenunwürdigen Bedingungen, während ihre Bosse immer reicher und fetter werden. Die Wüsten breiten sich immer weiter aus. Die Polarkappen schmelzen. Das Ozonloch wächst. Die Klimakatastrophe steht kurz bevor. Jeden Tag geben wir unser Bestes, unseren Planeten nach allen Kräften zu zerstören. Allein heute sind wieder fast 140 Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Ja, schrecklich. Und nun? Sie können diese Welt zu einem besseren Ort machen? Ich kann. Zandona war ein großer Prophet. Zu groß für seine Zeit. Seine Vision ließ sich im 17. Jahrhundert noch nicht realisieren. Heute sieht das anders aus. Vision? Zandona hatte keine Visionen. Er war nur ein kranker Kopf, der die Welt vernichten wollte. Vernichten? Oh, ihr Blinden! Er wollte nicht die Welt vernichten. Er wollte nur all jenes Übel auslöschen, was für die Vernichtung dieser Welt verantwortlich ist. Ich werde es Ihnen zeigen. Das hier ist die kanarische Insel La Palma. Ein Urlaubsparadies für Sonnenliebhaber. Interessant ist die Insel für uns aber aus einem ganz anderen Grund. Der Vulkan Cumbre Vieja. Die brüchige Westflanke dieses Vulkans ist durchzogen von Felsspalten und Rissen, in denen sich Wasser gesammelt hat. Und jetzt wird es interessant. Durch die Platzierung mehrerer Bomben an genau berechneten Stellen können wir dieses Wasser durch thermonukleare Explosionen so stark erhitzen, dass es schlagartig verdampft. Und wenn Sie im Physikunterricht aufgepasst haben, werden Sie wissen, dass eine so plötzlich auftretende Verdampfung von Wasser einen derart gewaltigen Druck erzeugt, dass die brüchige Flanke des Vulkans abrutscht und ins Meer stürzt. Ahnen Sie schon, was jetzt kommt? Genau, ein Tsunami. 200 Meter hohe Wellen rasen mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs über den Atlantik. Dieser gewaltige Tsunami wird über die Ostküste der USA hinwegfegen. New York versinkt in den apokalyptischen Fluten und mit ihm die selbsternannten Herrscher der Welt, die sich derzeit im UN-Hauptquartier gegenseitig an blinder Inkompetenz überbieten. Das entstandene Machtvakuum werden unsere Anhänger ausfüllen, die zum Teil seit Jahrzehnten an den entscheidenden Stellen sitzen. Sie werden die Macht übernehmen und die Menschen in ein goldenes Zeitalter führen. Außer den Menschen an der Ostküste. Die werden Sie wohl nirgendwo mehr hinführen. Hören Sie mir nicht zu? Ich sagte doch, es geht darum, die Erde zu retten. Indem Sie Millionen Menschen jämmerlich ertrinken lassen? Was für eine Rettung soll das sein? Ich errette Sie vor Ihrer eigenen Zerstörungswut. Früher oder später würden Sie sich sowieso gegenseitig umbringen. Aber dann dürften nicht nur ein paar Millionen Menschen sterben, sondern die Lebensgrundlage auf diesem Planeten wird für immer zerstört. Sehen Sie denn nicht? Die Mächtigen dieser Welt treiben uns Tag für Tag dem Ende entgegen. Doch nun haben wir die Möglichkeit, das Übel an der Wurzel zu packen und ein für alle Mal auszurotten. Ohne ihre Herrscher werden die Menschen hilflos sein, wie eine Schafherde ohne Schäfer. Sie werden sich Gott zuwenden. Und Puritas Cordis. Denn wir haben die Katastrophe kommen sehen. Und wir sind es auch, die wissen, wie weitere Katastrophen zu verhindern sind. Und niemand ahnt, dass Puritas Cordis die Katastrophen selbst ausgelöst hat? Es ziemt sich für das Schaf nicht, den Willen des Schäfers zu hinterfragen. Wir werden die Menschen ein gottgefälliges Leben lehren, werden sie im Geiste Zandonas erziehen und am neuen Gottesstaat teilhaben lassen. Angeführt werden sie von unseren Anhängern, die wir aus den Klügsten der Klugen und den Frömmsten der Frommen rekrutiert haben.
Und was wird Ihre Rolle in diesem Staat sein? Ich werde die Stimme sein, die den Willen Gottes verkündet. Das heißt, Sie herrschen über alle anderen. Es geht also eigentlich nur um Macht, wie immer. Natürlich, um die Macht Gottes. Aber genug von mir, genug von uns. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt und Ihnen vieles von dem erzählt, was Sie bestimmt noch nicht wussten. Zumindest nicht so detailliert. Jetzt ist es an Ihnen, Ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Für wen genau arbeiten Sie? Was wissen Sie? Wer weiß noch davon? Und wie will der kirchliche Geheimdienst das Unausweichliche verhindern? Wir hatten eine Abmachung. Reden Sie! Für wen wir arbeiten? Kirchlicher Geheimdienst? Keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen, aber Ihr Hirn scheint durch den ganzen Zandona-Mist schon ziemlich aufgeweicht zu sein. Anders kann ich mir das sonst kaum erklären. Ich lasse mich von Ihnen nicht zum Narren halten. Nun gut. Sie haben es nicht anders gewollt. Sehen Sie das Grab da drüben? Ganz frisch ausgehoben. Es fehlt nur noch die entsprechende Leiche. Also, ich frage Sie ein letztes Mal. Was wissen Sie? Mit wem haben Sie darüber geredet? Und welche Rolle spielt der kirchliche Geheimdienst? Weiß nichts, sage nichts, erzähle alles. Naja, gut, er wird Ihnen... Also sage nichts. Sie weiß halt nur bedingt was. Weiß nichts. Sie weiß halt wirklich nicht viel, außer das, was wir halt rausbekommen haben. Ich sag mal, erzähle alles. Wahrscheinlich erschießen sie ihn dann danach. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt eine richtige Antwort geben kann, keine Ahnung. Okay, ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Ein paar Minuten später. Diese Geschichte nimmt Ihnen nicht einmal ein Dreijähriger ab. Aber gut, Sie hatten die Wahl. Und Sie haben sich leider falsch entschieden. Wenn Sie glauben, dass wir hier nur Spielchen spielen, dann haben Sie sich getäuscht. Ein völlig unnötiger Tod, den alleine Sie und Ihre Dickköpfigkeit zu verantworten haben. Ich gebe Ihnen jetzt ein wenig Zeit, über Ihre Verfehlung nachzudenken. Vielleicht sind Sie ja bei unserem nächsten Gespräch etwas kooperativer. Bringt sie in die Zelle! Was habe ich nur getan? Max ist tot. Ich hätte es verhindern müssen. Egal wie, aber ich hätte es verhindern müssen. Ich war als Einzige in der Lage, diese Katastrophe abzuwenden. Ich hätte meinen Vater retten können. Ich hätte Max retten können. Ja, ich hätte. Und was habe ich tatsächlich? Ich habe David Corell auf dem Gewissen, der umgebracht wurde, weil er mir zur Flucht verhelfen wollte. Für den Tod von Max habe ich sogar nur eine einzige falsche Antwort gebraucht. Und mein Vater wird der Nächste sein. Und was tue ich? Ich sitze hier in einer Zelle und warte, bis man mich erlöst. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. Alter. Jeder sollte eine Ofenklappe bei sich tragen. Wie gut, dass ich wirklich jeden Mist mitnehme. Echt jetzt? Oh. Ey, ich war hier gerade schon total geschockt, dass der Kerl gestorben ist und alles. Ich meine, ich hatte schon gehofft, dass noch irgendwie was kommt. Aber ich war hier total... Wieso nennt sich das Hundegrab? Ach so. Ich war hier total geschockt und der redet hier so ganz locker von der Ofenvase, wollte ich gerade sagen, von der Ofenklappe. Oh. Auf dem Grabstein steht Fifi. Offenbar liegt hier der Hund begraben. Auch ein Hund hat ein Anrecht auf ungestörte Totenruhe. Okay. Die verkohlten Überreste einer Hundehütte. Ist zwar nur noch eine Ruine, aber zum Rumtragen nach wie vor deutlich zu unhandlich. Da drin sollte ich beerdigt werden. Dass ich irgendwann mal vor meinem eigenen Grab stehe, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich bin froh, dass ich da wieder raus bin. Selbst wenn es das einzige Versteck auf der Welt wäre, bekommen mich da keine 10 Pferde mehr rein. Okay, hier oben ist eine Alarmanlage oder sowas, ne?
Nichts Besonderes zu sehen, außer schweren Gitterstäben unter der hinterliegenden Wand. Ich kann mich da nicht hindurchzwingen. Dafür bin ich viel zu muskulös. Mhm. So nennt man das also. Hier ist sonst nichts, so wie es aussieht. Ich guck nochmal eben. Ja, der hat doch hier Fußspuren. Hier kommt wohl eine der Wachen auf Patrouille vorbei. Dann sollte ich gucken, dass ich so schnell wie möglich hier wegkomme. Allerdings wohin? Die Wache kann von ihrem Posten aus nicht nur das Gefängnis bewachen, sondern hat auch den Innenhof perfekt im Blick. Keine sonderlich guten Voraussetzungen, um hier lebend wieder rauszukommen. Okay. Türbank, Gefängnistür. Laut Thermometer haben wir hier 19 Grad. Dass ich zittere wie am Nordpol, dürfte wohl eher nervliche Gründe haben. Da geht's in den Keller. Das ist schön, aber der wird natürlich gesehen, wenn er hier vorbeikommt. Wenn ich nicht schnell genug bin, bemerkt er meinen Angriff zu früh. Schlage ich nicht hart genug zu, wird er schreien. In beiden Fällen wäre das mein Tod. Ich sollte nach anderen Lösungen suchen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück und gucken mal, was hier ist. Nanu, du betrauerst doch nicht etwa meinen Tod? Max! Max, du lebst! Psst, sprich leise, sonst kann sich das ganz schnell ändern. Max, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Diese Worte aus deinem Mund? Frau Kalenko, sie versetzen mich in Erstaunen. Du hast keine Zeugen dafür. Macht nichts. Wenn du dich immer so freust, mich von den Toten auferstehen zu sehen, sollte ich das in Zukunft vielleicht öfter machen. Du bist immer noch der gleiche Spinner wie früher. Würdest du wollen, dass sich das ändert? Nein, eigentlich nicht. Aber wie kommt's, dass du noch lebst? Erkläre ich dir später. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir von hier wegkommen. Ja, hast du einen Plan? Nein, noch nicht. Aber das bist du ja von mir gewohnt. Uns wird schon was einfallen. Okay, aber beeil dich. Pat Shelton kann jede Minute zurückkommen. Ach ja, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Es ist schön, dass du noch lebst. Das kann ich gar nicht oft genug hören. Okay. Ach so, er hat... Nee, hä? Ach so, ich bin jetzt sie. Okay, aber ich kann doch gar nichts machen. Ich bin doch gefesselt. Kann ich ernst überhaupt? Nein. Was können wir denn machen? Mit einem Müllgreifer können wir jetzt auch schlecht. Glaube kaum, dass ich damit von hier aus ihre Fesseln lösen kann. Ja, glaube ich auch nicht. Aber warum geht die nicht einfach darüber? Oder kann ich das eventuell machen? Das kann natürlich auch sein. Ich würde die normalerweise kaputt machen, die Vase, und ihr eine Scherbe geben, dass sie sich da selber befreien kann. Eine Blumenvase aus Plastik. Okay, mit Plastik vielleicht nicht unbedingt. Kann die sich bewegen? Ich bin gefesselt. Da fallen solche Aktionen relativ schwer. Nee, aber die kommt hier auch nicht rüber. Ich denke mal, da können wir wirklich nur mit ihm spielen. Die Frage ist nur... Was ist das denn hier, eine Mausefalle? Von außen kann ich die Falle nicht auslösen. Und solange die Federn noch gespannt sind, werde ich meine zarten Fingerchen da bestimmt nicht reinstecken. Das können wir eventuell ändern. So kann ich die Mausefalle zuschnappen lassen, ohne unnötig den Verlust von kleineren oder größeren Mengen an Fingern zu riskieren. Gute Idee. Ne? Damit habe ich eine kleine, unschuldige Maus vor dem grausigen Ende bewahrt und zum Dank ein großes Stück Käse bekommen. Ja, das ist doch super. Da geht's in einen Lagerraum. Ein Lagerraum? Ich habe ja gerade eine Fußspur gesehen. Hier kommt wohl eine der Wachen auf Patrouille vorbei. Das ist natürlich schlecht. Ein Lagerraum. Rednerpult. Ob Herr Shelton das für seine Fernsehpredigten benutzt hat? Eigentlich ist mir das völlig egal. Rotkäppchen und der böse Wolf. Hänsel und Gretel. Schneewittchen und die sieben Zwerge.
666, die Zahl des Teufels und ihre Bedeutung in der Mathematik, die 7 Todsünden und die 150 besten Mikrowellengerichte. Ob das ein Code ist? Weil da war doch ein Zahlenschloss, ne? Ich weiß aber nicht, ob das jetzt tatsächlich damit zu tun hat. Moment, ich muss mir das nochmal eben aufschreiben. Rotkäppchen und der böse Wolf. Hänsel und Gretel. Schneewittchen und die 7 Zwerge. 666, die Zahl des Teufels und ihre Bedeutung in der Mathematik. Die 7 Todsünden und die 150 besten Mikrowellengerichte. 7 Todsünden und 150 Mikrowellengerichte. Okay, gibt's da noch mehr Bücher? Ein Stapel Fußballzeitschriften mit dem vielsagenden Titel 11 Freunde müsst ihr sein. 11. Moment, ich muss das mal eben umranden, weil sonst sehe ich meine eigenen Notizen hier nicht mehr. 11 Freunde. Also, ob uns das weiterbringt, weiß ich nicht, aber es ist zumindest schon mal ein Ansatz. Ein altes Regal. Okay, das ist alles das... Säcke? Okay. Das Modell stammt aus einer Zeit lange vor der Erfindung des Farbfernsehens. Aber immerhin läuft es schon mit Batterien. Ja, super. Soll ich den Fernseher einschalten oder mitnehmen? Normalerweise würde ich sagen, mitnehmen. Ich meine, sowas macht der alles in der Handtasche, ne? Also, Game Girl. Ja. Lustigerweise hieß ich tatsächlich, oder wollte mich tatsächlich Gamer Girl nennen. Hieß auch auf YouTube was, glaube ich, so. Hab dann aber festgestellt, dass, damit ich halt diesen Link auch nutzen konnte, dass es da schon jemanden gab bei, ich weiß nicht, Twitter oder so, die überhaupt nichts mit Gaming zu tun hatte. Also jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich mich damals umentschieden von Gamer Girl zur Gameplayerin, weil das hatte ich dann nirgendwo gefunden. Achso, Moment, das ist aber die Nähmaschine. Nee, Game Girl, so. Das nehmen wir mit. Das Ding funktioniert sogar noch, aber leider ist kein Spiel drin. Ja, ist nicht schlimm. Das Ding ist so alt, das funktioniert sogar noch ohne Strom. Funktioniert noch. Ja, das ist toll. Vielleicht solltest du es dann auch mal benutzen. Das wäre natürlich vielleicht ganz gut. Hier, das können wir nicht angucken. Tür. Da geht's in den Hof und sobald ich den betrete, sieht mich die Wache. Keine gute Idee. Okay. Was haben wir denn jetzt alles? 2 Säcke? Können wir die dann mit der Nähmaschine benutzen? Wenn ich den Sack oben zumachen will, reicht ein einfacher Knoten. Den bekomme ich später wenigstens wieder auf. Ja gut, okay. Ein alter Sack. Dem Geruch nach könnten mal Kartoffeln drin gewesen sein. Der stinkt bestialisch. Angeblich schmeckt stinkender Käse ja am intensivsten. Aber bei dem Gestank möchte ich den eigentlich gar nicht mehr probieren. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Können wir hier noch weiter? Nee, ne, das ist nur die Mausefalle. Ja. Aber wofür brauchen wir jetzt die Kamera? Irgendwas hier? Da geht's in den Keller. Was? Nee, Wache. Ich habe irgendwas mit Geldwäsche, habe ich gerade gelesen. Nee, Gefängnistür war das wahrscheinlich. Ich könnte ihnen theoretisch den Sack über den Kopf ziehen, aber das bringt mir dann wahrscheinlich nicht viel. Gucken wir mal, ob wir bei Nina noch irgendwas machen können. Die Gitterstäbe sehen recht stabil aus. Ja. Ohne extrem schweres Gerät oder Sprengstoff ist da nichts zu machen. Du sollst auch eigentlich nur hindurchschauen.
Ein alter Kanonenofen, scheint aber kaputt zu sein. Zumindest wurde er wohl schon lange nicht mehr benutzt. Kann ja auch nichts. Moment, Nina. Glaube kaum, dass ich damit von hier aus ihre Fesseln lösen kann. Das wollte er nicht. Sonst haben wir ja nichts mehr. Ich könnte von ihr ein Foto machen, aber ob uns das jetzt weiterbringt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mit ihr können wir auch nichts machen, ne? Ich werde mal die Wache rufen. Hallo? Oh. Was ist los? Warum schreist du so rum? Könnten Sie mich eventuell mal aufklären, warum Sie mich hier gefangen halten? Was wollen Sie eigentlich von mir? Geht dich nichts an. Na, hören Sie mal, ich habe ein Recht zu erfahren, warum ich in dieser Zelle stecke. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Sie wissen es selbst nicht? Nein, muss ich auch nicht. Ich weiß, dass du hier nicht raus darfst und ich auf dich aufpassen soll. Das reicht mir. Sonst noch was? Interessiert es Sie denn überhaupt nicht, warum hier unschuldige Menschen einfach so eingesperrt werden? Nein. Mich interessiert nur, wie Tom Tomsk gespielt hat. Der Rest ist mir egal. Tom Tomsk? Was soll das sein? Ein sportlicher Routenplaner? Hä? Tom Tomsk ist mein Heimatverein. Vielleicht ist es nicht die erfolgreichste Fußballmannschaft in Russland, aber auf jeden Fall die beste. Hier werden Menschen gegen ihren Willen festgehalten und alles, was sie interessiert, ist Fußball? Ja, sonst noch was? Meine Fesseln tun ziemlich weh. Könnten Sie die vielleicht lösen? Willst du mich verarschen? Nee, wieso? Wenn ich dir die Fesseln abmache, haust du ab. Wie soll das gehen? Ich sitze in einer Zelle und gegen einen so starken Mann wie Sie habe ich doch sowieso keine Chance. Stimmt eigentlich. Also? Nee, das geht nicht. Der Boss würde mich auf der Stelle töten. Mir ist ganz schön kalt. Genau genommen gehe ich davon aus, dass ich in den nächsten Minuten dem Kältetod sterben werde. Tja, Pech gehabt. Der Ofen funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Wenn Ihr Boss zurückkommt, dürfte er nicht sehr darüber begeistert sein, dass seine Informantin jämmerlich erfroren ist. Nun stell dich mal nicht so an. So kalt ist es nun auch wieder nicht. Sie können sich ja auch durch Bewegung warm halten. Diese Möglichkeit fällt bei mir aus offensichtlichen Gründen flach. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass du mich nur nerven willst. Aber okay, ich schau mal aufs Thermometer. Hab's mir doch gedacht. Es sind fast 20 Grad und du bist ein elender Jammerlappen. Prima, dann bin ich halt ein Jammerlappen. Kann ich trotzdem was zum Aufwärmen haben? Nein, solange es so warm ist, friert ein Russe nicht. Ich wollte gerade sagen, sie ist aber keine Russin. Aber klar, sie ist natürlich Russin. Ich habe Hunger. Und ich habe Durst. Im Gegensatz zu mir können Sie sich aber einfach was zu trinken besorgen. Wenn ich Hunger habe, dann bin ich darauf angewiesen, dass Sie mir was bringen. Tja, dumm gelaufen. Gefangene hungern zu lassen ist Folter und verstößt gegen die Genfer Konvention. Genfer was? Genfer Konvention, Menschenrechte und so. Kenne ich nicht und interessiert mich auch nicht. Muss ja auch nicht sein. Hauptsache, Sie interessieren sich für meinen Hunger. Du nervst. Ich weiß. Bekomme ich jetzt was zu essen? Nein. So, das wär's vorerst. Sie können mich nun wieder mit meinem Elend allein lassen. Geht klar. Okay, aber wir wissen schon mal, dass wir das Thermometer irgendwie kälter kriegen müssen. Frage ist nur, womit? Komm mal hier hin, Max. Ich kann hier wieder nichts anklicken. Haben wir hier irgendwas übersehen eventuell? Regal, Regal, Regal. Ich guck mal eben nach. Moment, was ist das da? Eisspray willst du mich denn?
Das war das Rednerpult. War da noch was, was ich nicht gesehen hatte? Oh, der Kleiderbügel. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß nicht wofür, aber wahrscheinlich werden wir ihn noch brauchen. So, jetzt haben wir noch den Fernseher. Das Modell stammt aus einer Zeit lange vor der Erfindung des Farbfernsehens. Aber immerhin läuft es schon mit Batterien. Ja, haben wir da überhaupt Batterien drin? Keine Ahnung, vielleicht müssen wir das hier irgendwie kombinieren. Ja, anscheinend kann man das mit... Als Antennenersatz? Warum nicht? Hat bei meinen Großeltern auch funktioniert. Okay. Das Modell stammt aus einer Zeit lang... Kann man das nochmal mit was kombinieren? Nee, ne? Ach, auf den Tisch zurücksetzen kann ich das jetzt nicht. Und aufs Regal könnte ich setzen. Ich stelle den Fernseher mal hier ab. Hat das jetzt irgendeine Bewandtnis? Soll ich den einschalten oder mitnehmen? Da läuft gerade irgendein uninteressantes Fußballspiel. Eine Mannschaft in Schwarz-Weiß spielt gegen eine Mannschaft in Weiß-Schwarz. Ton gibt es auch keinen. Was bei den meisten Fußballkommentatoren aber eher ein Vorteil sein dürfte. Aha, ha. Soll ich den Fernseher ausschalten oder mitnehmen? Nimm den mal mit. So, die Frage ist jetzt, kann ich das, ich kann es hier draufstellen, kann ich das hier mit abnehmen? Ich stelle den Fernseher mal hier ab. Soll ich den Fernseher einschalten oder? Einschalten, so. Der müsste der theoretisch hier abgelenkt sein. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch das Eispray, um das Thermometer kühler zu kriegen. Die Temperaturanzeige ist auf 8 Grad abgesackt. Okay, da müssten wir jetzt eigentlich nochmal das Gleiche machen mit Nina, ne? Mal so. Ich werde mal die Wache rufen. Hallo? Was ist los? Warum schreist du so rum? Es ist kalt hier drin. Nicht ein bisschen kalt, sondern ganz gewaltig kalt. Kalt? Ha! Kalt war es in Stalingrad im Dezember 1942. Ah, ein Witzbold. Aber keine Angst, Ihnen wird das Lachen spätestens dann vergehen, wenn Ihr Boss bemerkt, dass ich ihm nichts mehr nutze, weil ich erfroren bin. Dreimal dürfen Sie raten, wen er dafür verantwortlich machen wird. Und dann möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken. Gut, überredet. Ich gehe nachsehen. Aber ich warne dich, verarsch mich nicht. Ja, genau. Du hast tatsächlich recht. Hat sich scheinbar ziemlich abgekühlt. Sind nur noch gerade mal 8 Grad? Seltsam. Mir ist immer noch mollig warm. Das liegt vermutlich am Wodka. Bekomme ich jetzt auch was zum Aufwärmen? Von meinem Wodka was abgeben? Vergiss es! Aber die Kutte hier braucht bestimmt keine. Die kann ich dir mal überhängen. Und mach bloß keine Dummheiten! So, okay. Jetzt gib aber auch Ruhe. Mache ich, versprochen. Danke. So, das wär's vorerst. Sie können mich nun wieder mit meinem Elend allein lassen. Geht klar. Jetzt ist er aber noch nicht da hängen geblieben am Fernseher. Ja gut, ich stehe natürlich hier auch blöd rum. Könnte ich jetzt irgendwie die Kutte kriegen? Nina? Ja? Ich finde, du hast eindeutig zu viel an. Ich werde das mal ändern. Kannst du selbst in so einer Situation an nichts anderes denken? Nein, kann ich nicht. Aber für den Moment belassen wir es mal bei der Kutte. Um den Rest kümmere ich mich später. Wehe, ich warne dich. Irgendwie gefällt es mir, wenn du so wehrlos bist. Ich hab die Kutte und Nina muss wieder frieren. Tja, das Leben ist ein ständiges Geben und Nehmen.
Das ist aber gemein. Moment, dann gehen wir mal hier raus. Sonst kann ich das nicht anwenden. Ne? Die perfekte Tarnung. Solange ich die Kapuze nicht abnehmen muss. Okay. Ja, cool. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wo wir denn noch so alles mit der Kutte hingehen können. Und ob wir Nina denn daraus befreien können, was ich doch mal stark hoffe. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.